Liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Ali der Bastler. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, werde ich mir heute die große Werkbank bauen. Dafür habe ich mir Material besorgt, und zwar 8 von diesen Kanthölzern in der Länge von 2 Metern. Da habe ich mich an dem Maßen, glaube ich, etwas habe ich mich vertan. Das sind keine 80er, sondern das sind 60er Kanthölzer. Dennoch wird das ausreichen für eine massive Werkbank. Die werde ich mir jetzt auf Maß zusägen, erst die Beine und dann der Rest. So, ab an die Tischkreissäge. So, jetzt werden wir erstmal die Beine zuschneiden. Das sind 90 cm und davon brauchen wir genau 4 Stück. Das wäre hier. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus, fühlt sich auf jeden Fall sehr schön an. Die Teile sind auch alle gerade, allerdings sind ein paar von denen, ich glaube 3 oder 4, nicht rechtwinklig. Das bedeutet, die sind jetzt nicht abgerichtet oder so, weil ich keine Abrichte da habe, und werde versuchen, das Ganze trotzdem gut miteinander zu verbinden. Dazu nehme ich mir mal meinen schönen Werkzeugkoffer, wo ich meine ganzen Handwerkzeuge drin habe, wie zum Beispiel Winkel. Dazu hatte ich auch mal ein Projekt gemacht, falls es euch interessiert. Meine Stechbeitel hier auf der Seite. Diese Sachen, die werde ich gleich dann nehmen. Ich schaue mir jetzt mal an, welche Seite die Sichtseite sein wird, also die sichtbare Seite sein wird. Das wird hier die Seite sein. Und hier kommt dann die Aussparungen hin. So, und dann gehen wir nämlich von hier aus runter auf unsere 55. Dann haben wir schon mal den Bereich schon mal angezeichnet, und jetzt können wir nämlich hingehen, das Ganze hier anzuzeichnen. Und das ist halt der Bereich, der weg muss. Das machen wir jetzt auch von hier aus, von der anderen Seite auch nochmal. Man kann natürlich jetzt einen Winkel nehmen und übertragen das Ganze. Oder man zeichnet wirklich jedes einzelne Stück so an. Wir können jetzt mal gucken, ob wir hier genau gearbeitet haben. Perfekt. So, das Sägeblatt habe ich jetzt eingestellt, die Höhe. Das muss ja die Hälfte genau von dem Material sein. Entweder nehmt ihr euch ein paar Reste und macht damit ein paar Testschnitte, überprüft das Ganze. Oder ihr macht das so wie ich, das Sägeblatt etwas tiefer halten. Also nicht das genaue Maß erstmal nehmen, sondern weniger abnehmen und euch dann langsam herantasten.
Das ist exakt auf der Linie. So, hier haben wir jetzt eine sehr saubere Fläche dank des Sägeblattes, weil das Sägeblatt nämlich ein Flachzahn ist und wir haben hier wirklich keine Überreste. Wir können natürlich das Ganze jetzt so durchsägen, dass wir wirklich überall so eine glatte Oberfläche haben, oder wir brechen die einzelnen Stücke ab und müssen dann nachher mit dem Stechbeitel nacharbeiten. Es ist natürlich eure Entscheidung, wie ihr das machen wollt. Ihr schont natürlich auf diese Weise euer Sägeblatt, ihr müsst weniger Schnitte machen, oder ihr spart euch die ganze Stecharbeit und sägt alles durch. Ich werde jetzt mal erstmal das Stück erstmal komplett durchsägen, gucke mir das Ergebnis an und dann schaue ich mal, ob ich das bei den anderen genauso mache. Werden wir mal mit dem Kombiwinkel noch mal überprüfen, ob das auch richtig ist. Wir sind bei 55 mm. Da ist auch ein bisschen, einen halben Millimeter habe ich hinten Luft. Das ist nicht schlimm, das ist sogar gut. Da kann man auch ein bisschen, hat man ein bisschen Platz für den Leim. So, jetzt habe ich mir mal die Beine genommen, die hier mal an der oberen Strebe angesetzt. Es wird ja jetzt noch eine Strebe kommen, und zwar im unteren Bereich, damit das Ganze schön stabil ist. Und auch hier müssen wir jetzt gleich mal den Abstand zum Boden mal ausmessen. Und hier in derselben Art und Weise werden wir uns hier eine Aussparung hinschneiden oder sägen, so dass wir gleich eine Rahmenkonstruktion haben und das dann nochmal wiederholen. Und später werden wir gucken, wenn das alles zusammen fest verleimt und verschraubt ist, Schrauben oder Dübel, dann werden wir uns um die langen Kanten kümmern. Yep. Ist das auch im Winkel? Sollte eigentlich im Winkel sein. Der zweite Rahmen ist jetzt auch fertig. Ich habe das Ganze mal zusammengelegt und mal festgezogen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Auch mit der Winkligkeit, ob das stimmt. Also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Außen hier schaut ja so ein halber Millimeter oder sowas raus. Das kann man runterschleifen, das ist nicht das Problem. Ich werde das jetzt erstmal verleimen, festziehen und dann aushärten lassen. Der Vorteil bei dieser Verwendung ist ganz klar, hier hat man einfach viel Fläche, wo man Leim auftragen kann und somit auch mehr oder einen besseren Halt.
Jawohl. Dann drückt es den Leim schön raus. So, hier habe ich jetzt eine Markierung gemacht, das ist mittig von dem oberen Stück. Bis dahin werde ich dann den Forstnerbohrer, hier mit dem Bohrmax, werde ich dann hier reinfahren. Und dann kann ich mit der Schraube quasi, also bis hierhin versenken, und dann bleibt immer noch jede Menge Gewinde für die Strebe. So, und ich denke, dass das hier stabil genug sein wird. Also das Ding ist auf jeden Fall stabil. Jetzt werde ich nur mal kurz gucken, dass ich die Füße hier da eine Phase reinbekomme. Es ist der dritte Tag heute. Das Gestell steht. Von gestern auf heute habe ich eine kleine Sache noch hinzugefügt. Und zwar sind das die mittleren Streben unten wie oben, um das Ganze zu stabilisieren. Und man hat hier noch eine Auflagefläche oder eine Schraubfläche. Wenn man da jetzt den Korpus bauen möchte untenrum, dann hat man hier noch, wie gesagt, eine Fläche, an die man schrauben kann. Ja. Was machen wir heute? Heute kommt die Platte drauf. Ich habe mir aus dem Baumarkt eine Eiche Leimholzplatte gekauft. Und zwar in den Maßen 2 Meter mal 80 cm. Die Werkbank, die hat 7,95 oder 7,85 Breite und 1,30 Länge. Bevor ich aber die Platte drauflege, werde ich mir hier schon mal die Bohrungen reinsetzen, dass ich das von unten dann besser reinschrauben kann. Ich habe ja meinen Kombiwinkel immer noch nicht verstellt. Das heißt, ich habe immer noch die halbe Materialstärke eingestellt. Deshalb werden wir das jetzt hier einmal markieren. So, die Bohrungen sind jetzt auch drin. Stabil ist es. Hier die Löcher, die werde ich später dann mit Rundstäben füllen. Da habe ich auch noch so Eichestäbe, die stecke ich da rein. Aber als nächstes werde ich jetzt die Platte zuschneiden. So, gekürzt haben wir das Ganze und jetzt werde ich mit dem Schleifer einmal über die Kante gehen, eine leichte Rundung rein, eine Phase besser gesagt, und dann sollte das eigentlich ausreichend sein.
Der Bleistift-Trick. So seht ihr, wo ihr überall geschliffen habt. Von dem 15 mm Eiche-Rundstab habe ich mir jetzt ein Stückchen zugesägt. Das werde ich jetzt hier einfach reindrücken. Das ist nämlich ziemlich passgenau. Und klopft das rein, wird es wahrscheinlich auch nicht verleimen, weil das, wenn es mal nötig ist und ich an die Schrauben muss, dann gehe ich einfach mit einer Schraube hier rein, ziehe dann wie so ein Korken diese Stücke raus. Dafür nehme ich jetzt hier meinen Holzhammer. Übrigens, den habe ich selber gebaut. Dafür gibt es auch ein Projekt. Auch hier schön mit Leder. Und dann ist das Ding hier schon mal zu. Der schönste Moment, und zwar das Finish. Dafür nehme ich jetzt ein farbloses Öl. Das ist Arbeitsplattenöl. Davon werde ich jetzt mal ein bisschen nehmen und mal gucken, wie das Ganze aussieht. Schön satt auftragen, einmassieren. Boah, das sieht echt nice aus. So, nach circa 20 Minuten Ziehzeit wische ich jetzt mal das überschüssige Öl ab. Was man noch im Nachhinein machen kann, wenn das Ganze jetzt wirklich über einige Tage getrocknet ist, kann man dann nochmal mit feinerem Schleifpapier drüber schleifen und dann nochmal ölen, wenn es nötig ist. Also das ist jetzt eine Werkbank. Ich werde das nicht machen. Das könnt ihr machen, wenn ihr jetzt beispielsweise zu Hause einen Esstisch habt oder sowas. Die Oberfläche, die ist trotzdem jetzt nicht irgendwie fransig, deshalb werde ich das hier nicht machen. Eine wunderschöne Arbeitsfläche, schön glatt geschliffen und geölt, hat auch den richtigen Farbton. Es ist die Werkbank, die ich haben wollte und hat auch eine wirklich sehr, sehr gute Arbeitshöhe. Das sind ca. 930 mm, also 93 cm. Eine Breite von 80,5 mal 1,37 m. Das reicht mir auch auf jeden Fall zum Arbeiten. Es bietet mir wirklich sehr, sehr viel Platz. Im Gegensatz zu der alten Werkbank, die ja viel tiefer war. Und da war das Arbeiten auf jeden Fall unangenehm, weil man sich immer mehr nach vorne gebeugt hat. Und das zieht dann irgendwann am Rücken. Ja, das war es erstmal zu der Werkbank. Wenn ich irgendwann in Zukunft noch mal ein paar Verbesserungen bzw. Dinge hinzufügen möchte, gibt es ein separates Video, wie zum Beispiel die Absauganlage zum Beispiel zu integrieren oder auch vielleicht Stromanschlüsse um die Werkbank herum. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, denn ich hätte gerne die Steckdosen von der Decke aus runterhängen. Denn wenn ich mir beispielsweise hier Steckdosen montiere und drüben arbeite, dann müsste ich immer wieder drum herumlaufen. Habe ich die Steckdose aber quasi in der Luft, kann ich aus jeder Seite dann an die Steckdose dran. Das ist aber, wie gesagt, das Thema für die nächsten Tage oder Wochen. Ich verabschiede mich erstmal und wünsche euch auf jeden Fall einen angenehmen Wochenstart. Macht's gut, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.